Wolfgang Gleutzel, der sich mächtig schämt. Ne? Nur Vierter. Mein Gott nochmal, ist das eine Tragödie bei den Österreichern. Was macht ihr nur, Wolfgang? Was macht ihr nur mit der Konkurrenz? Ich weiß. Das kann man gar nicht so oft gratulieren, wie man es müsste. Ja, bei mir ist es nicht so schlimm. Ich bin nur Vierter, sagen wir so. Nur, ja, freilich. Aber du weißt hoffentlich, dass das ironisch gemeint war. Ja, ich weiß. Nein, es ist so, dass der Schlieri oder je nachdem, wer halt gerade am besten springt, natürlich den Anlauf so drosselt, dass es für die ganze Konkurrenz sehr mühsam, sehr schwierig wird. Dementsprechend schaut es da so schlimm aus. Und bei uns ist es so, wenn der Erfolg da ist, dann wird es immer nur leichter und es geht dann alles von allein. Aber ich habe das eh schon mal gesagt in dem Winter, wir machen uns keine Freunde damit. Ich weiß nicht, liebe Skisprungfreunde von Skisprung TV, das klang fast so nach einer Entschuldigung von dem Wolfgang Gleutzel. Ja, mein Gott nochmal, das ist sensationell, was du auch nach wie vor springst. Das ist es eigentlich. Und ich war Dritter nach dem ersten, bin jetzt leider nur, also aus dem Stockerl. Hör mit ihm nur auf. Aus dem Stockerl rausgerutscht. Ich wollte natürlich am Stockerl wieder mal stehen, aber ich bin natürlich sehr zufrieden, weil das ganze Springerische passt. Ja, und wie gesagt, die guten Sprünge und die Erfolge sind natürlich das beste Doping, das, was das Selbstvertrauen natürlich hebt, und das ist das Wichtigste. Und Doping, bitteschön, in Gänsefüßchen. Doping nur für die Haare und auch nur fürs... Ja, ah, Manner, okay, in Ordnung. So, also danke, Wolfgang, und dir muss man... Ich wünsche trotzdem alles Gute, auch wenn ich weiß, dass das ein gewisser Automatismus ist. Dankeschön.